Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute gibt es ein Reaktionsvideo. Ich habe einen Film gefunden, von dem ich dachte, es wird so ein nettes Reaktionsvideo. Wahrscheinlich eine ganz furchtbar schlechte historische Darstellung. Aber beim Anschauen ist mir was aufgefallen, was mich hat stutzig werden lassen und was das eigentliche Thema dieser Reaktion ist. Es geht gar nicht sehr darum, dass mal wieder Unfug über das Mittelalter erzählt wird. Es geht um die Illustration des Ganzen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das, meiner Meinung nach, ist es eine große Problematik. Gesponsert wird dieses Video mal nicht, deswegen mache ich mal Eigenwerbung für mein Merchandise. Es gibt auf Spreadshirt momentan noch meinen Merchandise-Shop. Da findet ihr zum Beispiel das T-Shirt mit der allmächtigen Kirche, diverse T-Shirts und Merchartikel mit Rockos aller Art. Aber auch das Bullshit-Bingo ist da zu finden. Und neben YouTube habe ich ja noch ein paar andere Aktivitäten. Ich bin zum einen regelmäßig auf Twitch unterwegs. Das ist ein bisschen lustiger oft als YouTube, weil ich mehr Interaktion mit den Zuschauern habe und auch Fragen gestellt werden können. Und dann gibt es natürlich noch den großen Discord-Kanal mit über 1500 Leuten. Also eine richtig große Community, wo ich eigentlich auch fast jeden Tag zu finden bin und wo man ebenfalls Fragen stellen kann. Also wenn ihr Interesse habt, schaut doch auch da mal vorbei. Die große Hungersnot von 1315, auch bekannt als die große europäische Hungersnot, war eine beispiellose Katastrophe, die den alten Kontinent beinahe ruiniert hätte. Die verheerende Hungersnot forderte unzählige Menschenleben und verursachte überall Tod und Zerstörung. Schätzungen zufolge starben etwa 10% der europäischen Bevölkerung während dieser scheinbar endlosen Periode von Schmerz und Leid. Die Hungersnot zog sich über Jahre hin und hinterließ verheerende Folgen in Europa. Um das Ausmaß dieser Katastrophe zu verstehen, muss man sich die damalige sozioökonomische Situation in Europa vergegenwärtigen. Der Kontinent befand sich in einer Zeit der großen Expansion und des Wohlstands. Dies führte zu einem Bevölkerungswachstum, aber ein Großteil des erwirtschafteten Reichtums blieb in den Händen der Feudalherren. So, der ganze Kanal nennt sich Geschichten und Mythen illustriert, hat etwa 120.000 Abonnenten und allein dieser Film hat 60.000 Aufrufe. Die Erzählerstimme ist komisch, bin mir nicht ganz sicher, ob es eine computergenerierte Stimme ist, keine Ahnung. Aber die Illustrationen, die sind erstmal nett, also es ist so passend auf den Punkt die Illustration, auch die Stadtansicht eben durchaus nett. Und wenn ihr jetzt mal genau hinschaut, schaut euch mal in der Mitte die Person und das Pferd an. Wir haben es hier komplett mit KI-generierten Bildern zu tun. So eine komische Kombination ist dahinter übrigens nochmal zu sehen. Alle Bilder, die bis jetzt gezeigt wurden, sind KI-generiert. Und da kommen wir zu einem großen Problem. Sie besaßen das Land und beuteten die Bauern aus, die im Gegenzug für Schutz und einen Anteil an der Ernte arbeiteten. Doch dieses Szenario wurde schließlich durch eine Hungersnot empfindlich gestört. Was Sie sagen, ist so falsch nicht. Also es gibt diese Hungersnot von 1315, eigentlich von 1315 bis 1317. Das sind 3 Jahre in Folge, das macht diese Hungersnot aus. Das mit dem Ausbeuten, Europa ist im Wachstum, die Bevölkerungszahl ist quasi explodiert. Wir sind bei um 1315 am Maximum der mittelalterlichen Bevölkerung angelangt. Die Böden sind teilweise sogar ausgelaugt, also es werden selbst relativ schlechte Böden bearbeitet, um die Bevölkerung zu ernähren. Und der allgemeine Wohlstand ist tatsächlich vergleichsweise gut. Solche Kanäle mit Illustrationen gibt es ja einige. Ich habe da immer ein gewisses Problem, denn ich arbeite lieber mit Originalquellen. Die sind auch nicht immer perfekt. Ich musste auch teilweise zeitliche Verschiebungen in Kauf nehmen, aber ich zeige gerne das, was wirklich aus dem Mittelalter stammt. Denn so ein Bild, wie das, was wir hier gerade sehen, das erzeugt natürlich auch Stimmungen. Aber so ein Bild wie hier gibt es nicht aus dem Mittelalter. Die Kleidung ist nicht korrekt, die ist relativ zusammengeworfen. Und bei einer Hungersnot sind die Leute nicht schlechter gekleidet. Hygiene wird sicherlich zusammenbrechen bei einer entsprechend großen Hungersnot, aber die Kleidung, die tragen, sind die guten Kleider von davor. Man ist in einer Hungersnot nicht schlechter gekleidet, als man sonst gewesen wäre, denn die kommt ja überraschend. Wir reden ja nicht von einer andauernden Mangelzeit, wir reden ja von einem Ereignis und nicht von der Struktur. Hungersnöte gehörten in den meisten Ländern zum Alltag.
Nein, eben nicht. Das taten sie nicht. Man musste sie immer befürchten, denn Hungersnot konnte ohne eigenes Zutun geschehen. Aber sie gehörten eben nicht zum Alltag. Es gab sogar Vorkehrungen dagegen, die hier eben nicht gegriffen haben. Aber Alltag waren sie zumindest im Mittelalter nie. Doch, die Hungersnot von 1315 war im mittelalterlichen Europa ein Novum. Sie wurde durch mehrere Faktoren verursacht. Auch das da, das sieht jetzt aus wie eine Buchmalerei. Das sieht sehr, sehr nett aus, aber es ist computergeneriert. Es ist kein historisches Bild. Ich meine, guckt euch an, da steht einer im Baum. Grund waren jedoch die entsetzlichen klimatischen Bedingungen in Europa. Der eisige und nasse Sommer 1315 wirkte sich negativ auf die Ernten aus. Das ist jetzt, glaube ich, sogar fast wörtlich aus Wikipedia übernommen. Es gibt tatsächlich in der Zeit mehrere Jahre nasses und feuchtes Wetter. Und gerade die Feuchtigkeit, die andauernde Feuchtigkeit ist das große Problem. Also gar nicht so sintflutartige Regenfälle. Da gibt es andere Ereignisse, wo wir wirklich massive Überschwemmungen haben. Die haben wir ja gar nicht. Wir haben ein dauerndes feuchtes Klima. Das kann ich gleich noch was zu sagen, hat Probleme gemacht. Und es ist eben 3 Jahre in Folge ist, das hat auch die Vorsichtsmaßnahmen, auch die Vorratshaltung überlastet. Und ihr müsst euch auch überlegen, ist nicht nur, dass die Ernte generell zerstört wird, auch der Transport, und wir reden zu der Zeit schon von einem durchaus großen europäischen Handel, wird empfindlich gestört, denn die Straßen sind nicht darauf ausgelegt, solche Witterung dauerhaft zu haben. Auch die Fuhrwerke sind nicht ausgelegt. Der Transport in Europa, der wird massiv gestört. Als ob dies schon nicht genug wäre, wurde die Region auch noch von mehreren Naturkatastrophen wie starken Regenfällen, Hagel, Frost und Überschwemmungen heimgesucht, die die Ernten zerstörten. Da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Aufzeichnungen, es ist vor allen Dingen die Rede von diesem kalten Klima. Dies war nicht das einzige Unglück. Die Feudalherren, die das Land kontrollierten, hatten nur ihre eigenen Interessen im Sinn und erhoben trotz der schlechten Ernten ständig hohe Steuern von den Bauern. Das ist so falsch, denn wir reden noch gar nicht groß von Steuern, wir reden vor allem von Abgaben. Wir reden entweder von Naturalabgaben nach wie vor oder schon Zinsabgaben, aber gerade aus solchen Hungersnöten haben wir immer wieder die Fälle, dass die Adligen eben das nicht durchsetzen können, auch Geld erlassen. Also die Vorstellung, dass die bösen Feudalherren da brutal die Steuern erhöht hätten oder sowas, ist nicht wirklich nachweisbar. Die sitzen eigentlich im selben Boot, die haben da gar keinen großen Unterschied zu ihren Bauern. Wenn es den Bauern schlecht geht, geht es denen im Grunde genommen auch schlecht. Die meisten Bauern wurden in tiefste Armut gestürzt, was die landwirtschaftliche Produktion weiter zerrüttete. Der Mangel an Infrastruktur und effizienten Transportmitteln verschlimmerte die Situation zusätzlich. Das ist korrekt, das habe ich ja eben gesagt. Also das war tatsächlich auch ein größeres Problem. Die von der Hungersnot am stärksten betroffenen Regionen hatten keine Möglichkeit, Lebensmittel von ihren Nachbarn zu kaufen, was unter günstigeren Bedingungen möglich gewesen wäre. Die Hungersnot, die Europa in dieser Zeit heimsuchte, war katastrophal. Die Nahrungsmittelknappheit ließ die Preise für Lebensmittel in die Höhe schnellen. Teilweise über 300% Anstieg für Grundnahrungsmittel wie Brot. Also das ist tatsächlich so, dass die Hungersnot oder während der Hungersnot die Preise massiv hochgegangen sind. Wie gesagt, wir sehen die ganze Zeit KI-Bilder, die offensichtlich passend zum Thema gemacht wurden. Die Bauern, die ohnehin schon in Armut lebten, gerieten in absolute Verzweiflung. Sie waren gezwungen, Vieh und Werkzeuge zu verkaufen, um ihre Schulden zu begleichen. Also Vieh verkaufen ganz sicher, denn es waren Nahrungsmittel. Bei so einer Hungersnot wird natürlich ein Viehbestand gegangen. Werkzeuge verkaufen, wer kauft genau Werkzeuge während einer Missernte? Okay. Was die landwirtschaftliche Produktion weiter beeinträchtigte. Die Lage war so verzweifelt, dass die Bauern zu extremen Maßnahmen griffen, um zu überleben. Jetzt wird's wild. Einige waren gezwungen zu betteln oder zu stehlen. Betteln? Für was? In einer so starken Hungersnot? Natürlich haben Leute gebettelt in ihrer Verzweiflung, aber es war halt nicht viel zu holen. Stehlen, Diebstahl, ganz, ganz sicher. Andere, die noch verzweifelter waren, aßen Gras, Rinde und sogar Leichen. Gras und Rinde findet man immer wieder, so Notnahrungsmittel. Leichen, da gibt es vereinzelt Berichte. Also das kann man nicht so als generelle Aussage machen, wird, glaube ich, gleich noch stärker. Hier finde ich mal, also die KI, Respekt an die KI, was die hier so als mittelalterliche Stadt abliefert, ist schon ziemlich beeindruckend. Die Zunahme von Kriminalität und sozialen Unruhen waren vorprogrammiert. Viele gingen auf die Straße, um Nahrung und bessere Lebensbedingungen zu fordern. Nö. Bei wem denn?
Wie will man denn in einer Hungersnot bessere Lebensbedingungen fordern? Gibt es erst Massendemonstrationen? Also hier wird jetzt das Bild suggeriert und jetzt sind wir bei einem der Probleme, dass es da irgendwie zu großen Aufständen gekommen wäre und wir irgendwie Massendemonstrationen und sonst etwas gehabt hätten. Da werden ja auch moderne Bilder angekratzt quasi. Aber das ist nicht der Fall. Das ist jetzt genau so ein Punkt, wo wir am Problem sind. Hier wird eine Aussage untermauert mit einem künstlich geschaffenen Bild, das aber genauso quellenfrei ist wie das, was gesagt wird. Und das Bild macht das Ganze natürlich jetzt glaubwürdiger. Es wirkt so, guck mal, da ist das Bild dazu. Aha, das ist logisch, das ist nachvollziehbar. Offensichtlich gab es 1315 Aufstände durch Hungernde. Ja, jetzt sind wir beim Problem der KIs. Also bei Illustrationen, dieser Kanal hat bis vor einiger Zeit vor allen Dingen Zeichentrick verwendet oder Comic-Zeichnungen verwendet als Illustration. Das ist ja ähnlich, das ist auch das Schulbuchproblem oder das Kinderbuchproblem, wo wir Aussagen finden, die nicht stimmen und dann mit Illustrationen hinterlegt werden. Das ist immer wieder. Aber jetzt werden diese Illustrationen glaubwürdiger. Und wir werden gleich noch zu richtig problematischen Bildern kommen. Hier kann ich mir im Prinzip jetzt meine Aussage machen. Ist so ein bisschen wie Dokus arbeiten. Ich drehe mir meine eigenen Spielszenen und untermauere mit denen das Gesagte. Nur, dass das hier natürlich viel billiger geht. Ganz einfach. Ich verstehe auch, warum sie es machen. Ist immer so die Frage bei Bildquellen, darf ich Bilder verwenden? Bildrechte. Ich habe bei meinen Bildern immer den Vorteil, die Erschaffer meiner Bilder sind seit mehr als 70 Jahren, ich glaube, es sind 70 Jahre tot, die sind gemeinfrei. Aber hier kann ich, ohne mich um Bildrechte zu kümmern, meine eigenen KI-Bilder verwenden. Das ist furchtbar verlockend. Und wenn die Stimme auch eine computergenerierte Stimme ist, dann haben wir das große Problem, dass wir im Prinzip eigentlich hier einen KI-generierten Film gucken. Eine KI erzählt uns etwas über Geschichte. Toll. Problem ist dabei, man braucht wahnsinnig viel Wissen über Geschichte, um das beurteilen zu können. Also man muss die Epoche und das Ereignis kennen, um einordnen zu können, wie gut oder schlecht es ist. An dem Punkt sind wir angelangt. Das Leid und der Schmerz waren unbeschreiblich. Je knapper die Lebensmittel wurden, desto aggressiver und konkurrenzbetonter wurden die Menschen, um ihr Überleben zu sichern. Das ist eine gewagte Aussage. Ist das so? Ist das so, dass wir da der Mensch des Menschen Wolf wird und wir die alle gegeneinander sind? Können wir aus den Quellen nicht sagen. Ist eine Interpretation. Oder ob wir Hilfsbereitschaft und Solidarität sehen. Müssten wir genau reingucken. Dies führte zu Konflikten zwischen Einzelnen, Familien und sogar ganzen Gemeinschaften. Es gab Berichte über Raubüberfälle, Plünderungen und Morde im Zusammenhang mit der Suche nach Nahrung. Bestimmt gab es das. Wenn Leute verzweifelt genug sind, gibt es das bestimmt. Aber es ist halt die einzige Facette, die hier aufgezählt wird. Die Menschen begannen Ratten, Katzen und Hunde zu essen. Ganz sicher haben die auch Tiere gegessen, die man sonst nicht isst. Es geht um Hungersnot. Große Not führte zum Ausbruch von Krankheiten wie Cholera und Typhus. Da ist sie wieder. Da ist wieder die Cholera. Nein, die Cholera kommt im 19. Jahrhundert aus Indien. Es gibt im Mittelalter keine Cholera. Also so viel zur Quellen, ja. Vergesst es. Und Typhus ist in der Antike bekannt, spielt im Mittelalter quasi keine Rolle und kommt danach wieder zurück. Also Typhus gibt es grundsätzlich, aber es gibt jetzt im Mittelalter keine größeren Berichte über Typhus-Epidemien. Was die Sterblichkeit weiter erhöhte. In einigen Regionen wurde die Hungersnot so unerträglich. Und hier haben wir jetzt so das Beispiel, das ist ja ein gutes Bild, ja toll. Emotionen, ganz viele Emotionen, man sieht die Verzweiflung. Das ist genau das, was eine mittelalterliche Quelle durch Bilder nie transportieren würde. Denn das ist eine Art von Darstellung, die wir so in der Zeit noch überhaupt nicht haben. Dass die Menschen ihre Menschlichkeit verloren zu haben schienen. Hoffnungslosigkeit und Leid überstiegen das, was der menschliche Geist ertragen konnte. Familien wurden auseinandergerissen und die Moral, die die Gesellschaft stets zusammenhält, wurde über Bord geworfen. Die Verzweiflung trieb viele Menschen zu unvorstellbaren Grausamkeiten. Das sieht aus wie eine mittelalterliche Illustration. Wer sich nicht auskennt, wer nicht genug Wissen hat über mittelalterliche Illustration oder die Fehler findet, man sieht hier wieder die typischen KI-Fehler, der kann das hier für eine mittelalterliche Illustration halten und damit für eine Primärquelle. Wie zum Beispiel Kannibalismus. Es gab Berichte von Eltern, die ihre eigenen Kinder töteten. Jetzt wird's ganz gruselig. Aßen, weil sie es nicht ertragen konnten, ihre Lieben verhungern zu sehen. Angesichts der unmittelbaren Bedrohung schien der Tod
der einzige Ausweg zu sein. Ein verzweifelter Mann tötete und aß Berichten zufolge seine eigene Frau und seine Kinder. Berichten zufolge, das wäre jetzt genau der Punkt, da bräuchte man eine Quelle dazu, denn hier gehen sie auf einen konkreten Fall ein als Beispiel, aber sagen nichts dazu. Und ich bin ja auch schon, ich habe oft nicht viele genaue Quellenangaben, ja, aber dafür spare ich mir dann auch solche Einzelfälle üblicherweise. Als die anderen Dorfbewohner davon erfuhren, kam es zu einem Aufruhr. Der Mann wurde gefangen genommen und wegen Kannibalismus zum Tode verurteilt. Um die Hungersnot zu überleben, wurde ein Teil der Zukunft geopfert, um die Gegenwart zu retten. Zuchttiere wurden geschlachtet. Saatgut für künftige Ernten wurde gegessen. Das ist ein ganz großes Problem. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Denn Saatgut ist ja da. Ich muss ja einen guten Teil der Ernte als Saatgut aufbewahren. Also bis zu einem Drittel, derzeit wahrscheinlich schon etwas weniger. Aber da bin ich in der Hungersnot und dann liegt dort Getreide, gutes Getreide. Das zu essen ist halt naheliegend. Das sollte ich tun. Und damit verbaue ich mir tatsächlich einen Teil der Zukunft. Also diese Hungersnot ist ganz wichtig für die Entwicklung im 14. Jahrhundert. Habe ich ja auch in meinem Video über Katastrophen, habe ich genau diese Hungersnot auch behandelt. Ist so fürs Verständnis ganz wichtig. Und ja, da wird Zukunft aufgegeben. Aber das ist, was macht man? Wenn man am Verhungern ist, dann isst man das Saatgut eben. Und Kinder wurden in den Wäldern ausgesetzt. Märchen wie Hänsel und Gretel, die das Aussetzen oder Verschwinden von Kindern schildern, erschienen in dieser Zeit. Also Hänsel und Gretel, ich glaube, die älteste Nachweis ist irgendwie auch schon im 19. Jahrhundert, die ist erst sehr spät nachweisbar. Und wenn überhaupt, dann wird Hänsel und Gretel eher im 30-jährigen Krieg oder danach verortet. Hänsel und Gretel hat auf gar keinen Fall etwas mit der Hungersnot von 1315 zu tun. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Inspiriert durch wahre Geschichten. Die Behörden versäumten es, die betroffenen Gebiete zu retten. Auch die Kirche, die normalerweise eine der wichtigsten Hilfsquellen ist. Das sieht auch schon wieder aus wie eine, also vom Stil her ist das ähnlich der Malerei im späten 15. Jahrhundert. Oder ich würde sagen, ist es so ein bisschen 19. Jahrhundert, das 15. Jahrhundert nachzumachen versucht. Da gibt es auch wieder so Malerschulen. Und auch da wieder, das wird wieder als Primärquelle gesehen werden. Geriet in Schwierigkeiten, weil ihre Mittel fehlten. Diejenigen, die Hilfe suchten, wurden dem Tod überlassen. Und die Verzweiflung erfasste alle. Als die Hungersnot zunahm. Das sieht aus wie Bruegel zum Beispiel. Also, ja, könnte sein, aber ist es eben nicht. Ist auch wieder KI generiert. Griffen die Behörden zu drastischen Maßnahmen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Diebe und Lebensmittelhortungen wurden hart bestraft. Viele wurden für solche Verbrechen zum Tode verurteilt. Es wurden Lebensmittelrationierungen eingeführt, um zu versuchen, möglichst viele Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Eben hieß es noch, dass die Leute ihrem Schicksal überlassen werden. Und jetzt haben wir Lebensmittelrationierung. Tatsächlich gab es das. Es gab auch schon Vorratshaltung. Die Hungersnot wird es nochmal weiter treiben. Die Städte legen sehr, sehr große Vorratslager an, um solche Hungersnöte zu überstehen. Das sehen wir, Belagerung von Neuss, immer wieder ein schönes Beispiel. Die haben auch nach einem Jahr Belagerung noch mehr als genug Getreide gehabt. Gar kein Problem, hier haben andere Sachen gefehlt. Aber auch vorher gibt es schon Vorratshaltung. Und wir haben vor allen Dingen auch einen internationalen Handel. Es ist nämlich nicht so, dass die Ernteausfälle alleine diese Hungersnot verursacht hätten. Das hätte nicht gereicht, sondern es ist vor allen Dingen auch Spekulation. Es wurde zu dem Zeitpunkt schon auf Getreide spekuliert und die Ernteausfälle haben dazu geführt, dass die Getreidepreise eben angezogen sind. Shakespeare lässt in einem Stück später noch einen Kornhändler sagen, noch eine gute Ernte und ich bin ruiniert. Also haben wir schon zu der Zeit Spekulation. Wir haben den Zusammenbruch der Handelswege, hatte ich erwähnt, und ein ganz wichtiger Punkt ist Salz. Salz-Sieden, wie zum Beispiel in Lüneburg, ist das eine, aber gerade Salzgärten, wie zum Beispiel in der Biskaya, wo heute ja noch Salz in Salzgärten gewonnen wird, da war das Wetter nicht, oder das Wetter war zu feucht dafür. Die Salzproduktion ist eingebrochen und damit auch die Haltbarmachung von zum Beispiel Fleisch. Also Tiere zu schlachten hat keine langfristigen Vorräte gebracht. Das war ein ganz großes Problem an dieser Hungersnot, dass das Salz nicht in ausreichenden Mengen da war. Was wieder zeigt, wie wichtig für das Mittelalter Salz gewesen ist. Aber alles in allem, diese Hungersnot war nicht allein eine Sache der Ernteausfälle, sondern eben auch von Spekulationen, von anderen Faktoren. Und es gab Versuche, etwas dagegen zu tun. Durchaus. Wie eben hier das
rationiert wurde. Doch diese Systeme waren oft unwirksam und führten manchmal zu noch mehr Unruhen. Die sozialen Unruhen nahmen zu und Unruhen und Aufstände breiteten sich wie ein Lauffeuer aus. Wüsste ich jetzt nicht, dass da große Aufstände gewesen wären. Keine Ahnung, wo die Information her ist. Wirklich nicht. Diejenigen, die schon immer unter dem Feudalsystem gelitten hatten, begannen eine bessere Behandlung und mehr Rechte zu fordern. Mitten in der Hungersnot fordern die mehr Rechte. Genauso funktioniert das. Mhm. Richtig, genau. Nein. Erstmal sind wir schon in einer Phase, in der, also es wird hier sogar noch angeheizt, in der die Bauern mehr Rechte bekommen, denn das alte System der Verwaltung durch Adlige verändert sich bereits. Es ist nicht mehr so, dass die ihren eigenen Hof hatten und die Bauern als unfrei da gearbeitet haben, sondern ein Großteil der Bauern arbeiten mehr oder weniger selbstständig. Von der Naturalabgabe wird längst auf Zinsabgabe umgesetzt. Also der Bauer ist nicht mehr der Unfreie, der auf dem Feld seines Herrn arbeitet, sondern er ist bereits ein Pächter auf seinem eigenen oder quasi ihm zur Bearbeitung überlassenen Land. Also es hat sich aus der Sicht der Bauern schon ganz, ganz, ganz viel geändert. Und es ist jetzt, ich weiß nicht, wo die Aussage herkommt, dass 1315 bis 1317 irgendwo große soziale Unruhen ausgebrochen wären. Gar nicht. In einigen Regionen schlugen diese Aufstände in Gewalt um. Die Bauern bewaffneten sich gegen die Grundherren und die Obrigkeit. Die Obrigkeit kämpfte, um die Kontrolle zu behalten. Aber die Hungersnot hatte den Zusammenbruch der sozialen Ordnung verursacht. Nee, was den Zusammenbruch wirklich eine große Umwälzung in der sozialen Ordnung nach sich ziehen wird, sind die Folgen der Hungersnot und die Folgen der Pest, die dann kommt. Denn wir haben einen massiven Bevölkerungsrückgang aus ganz verschiedenen Gründen, aber der macht ganz große soziale Änderungen. Hier, das ist der Anfang dieser Entwicklung. Recht und Ordnung verschwanden und der Tod war die einzige Gewissheit. Die Hungersnot hatte erhebliche Auswirkungen auf das Feudalsystem, beeinträchtigte die Macht der Grundherren und führte zum Entstehen neuer Gesellschaftsschichten. Die Wirtschaft litt. Welcher? Welche Gesellschaftsschichten sind aus der Hungersnot entstanden? Da die landwirtschaftliche Produktion zurückging und die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellten. Die Krise traf auch den Adel. Da die lokale Wirtschaft zusammenbrach, wurde auch die Steuererhebung stark beeinträchtigt, da sie nicht mehr über die Mittel verfügten, ihren... Was ich eben gesagt habe, viele Naturalabgaben. Ja, wenn Missernten da sind, dann kriegt auch der Adel weniger. Großes Problem. Nochmal, alles, was wir gerade sehen, ist alles KI-generiert. Besitz zu erhalten, gaben viele Adlige ihre Ländereien zu Schleuderpreisen auf. Und tatsächlich, das ist ein Zeitpunkt, zu dem zum Beispiel Patrizier aus den Städten sich Ländereien zulegen. Also reiche Patrizier legen sich jetzt entweder das Land selbst zu oder aber die Abgaben daraus. Also quasi sie verpfänden die Abgaben aus gewissen Gebieten und so ist dann gar nicht ungewöhnlich, dass einige Stadtbürger ihre eigene Versorgung auf dem Land haben. Vollkommen. Und viele gingen in Konkurs oder verschuldeten sich. Es wird berichtet, dass selbst der englische König Edward II. Schwierigkeiten hatte, Brot für sich und seine Gefolge zu finden. Ja, das ist korrekt, aber es gibt die Quelle dazu. Ich glaube, die ist auch auf Wikipedia. Ich glaube, dieser ganze Artikel ist aus Wikipedia abgeschrieben. Edward II., wenn ich es richtig im Kopf habe, war in St. Albans und er war auf Reisen. Und auf einer Reise hat er Probleme bekommen, Brot zu bekommen, weil er kommt in eine Region, wo gerade eben Hungersnot herrscht, wo eben kein Getreide ist und dann hat er auf Reisen natürlich genauso wie jeder andere Probleme an Brot zu kommen. Also da ist, die Quelle gibt es offensichtlich, sie ist aber der spezifische Part, dass er an einem anderen Ort ist, der wird rausgenommen. Also an seinem eigenen Hof zu Hause scheint er keine so großen Probleme gehabt zu haben. Also da würde ich mal die Kirche im Dorf lassen. Die Hungersnot dauerte bis 1317, als sich die Nahrungsmittelproduktion wieder zu erholen begann. Schätzungen zufolge starben über 10% der europäischen Bevölkerung während der großen Hungersnot. Also so Schätzungen gibt es tatsächlich. Bis zu 10% sollen es gewesen sein. Das ist schon eine extrem krasse Hungersnot, auch überhaupt fürs Mittelalter dürfte eine der größten Hungersnöte gewesen sein und vor allen Dingen, sie ist wirklich überregional. Im Mittelmeerraum spielt sie keine so große Rolle und in Skandinavien haben wir sogar den gegenteiligen Effekt. In Skandinavien ist das Klima besser als üblich, also haben wir ein relativ gutes Klima, aber sowohl in England als auch im kontinentalen Mitteleuropa haben wir relativ flächendeckend diese drei Missernten. Entweder durch Verhungern, soziale Konflikte oder gesundheitliche Probleme.
die durch diese Katastrophe biblischen Ausmaßes verursacht wurden. Jetzt ist es schon eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Also die Toten durch soziale Unruhe, welche sozialen Unruhen? Also es mag sein, dass es da Unruhen gibt, die ich jetzt nicht kenne, aber so in der Gesamtbetrachtung spielt es einfach quasi keine Rolle. Einige Dörfer und Kleinstädte wurden von der Hungersnot so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie schließlich aufgegeben wurden. Tolles Bild, also rein so als Respekt an, was so ein KI mittlerweile kann, aber wie gesagt auch wieder Bilder, die das Ganze verstärken. Ein Wiederaufbau nicht möglich war. Das Ansehen der Kirche wurde durch die Hungersnot tief erschüttert. Und das ist jetzt eins der ganz problematischen Bilder, weil das sieht wirklich aus wie ja, 16. Jahrhundert. Der Hintergrund ist eher 16. Jahrhundert, aber der Vordergrund könnte auch 15. Jahrhundert sein. Das sieht jetzt in der Tat aus wie ein Gemälde zum Beispiel der niederländischen Meister. Der Glaube vieler Menschen wurde durch die Ereignisse erschüttert. Aus Unzufriedenheit mit der Kirche entstanden zahlreiche heretische Bewegungen. Also es gibt so die ganz großen Ketzerbewegungen, sind einmal die Katharer selbst, das sind die Waldenser und das sind die Hussiten. Keine davon entsteht um 1315. Also die Katharer und die Waldenser sind da schon fast ein alter Hut und die Hussiten kommen erst noch. Es gibt immer wieder solche Bewegungen, die Kritiker in der Kirche üben und viele spätere Orden sind letztlich aus einer Konfliktbewegung entstanden. Die ganzen Bettelorden waren am Anfang eine Konfliktbewegung, die dann eben inkorporiert wurde. Aber aus der Zeit wüsste ich jetzt nichts, was da an Ketzerbewegungen entstanden sein soll. Die Kultur veränderte sich durch die Abnahme der religiösen Frömmigkeit, was zur Entwicklung des Säkularismus und der Wissenschaft führte. Nein, überhaupt nicht. Kein Stück. Das ist eine Frage, die ich gerade jetzt auf dem Markt in Licht hatte, so mit der Verschriftlichung der Bevölkerung, ob da nicht viele säkulare Ideen entstehen. Nee, erstmal im Gegenteil. Erstmal wollen die Leute mehr Frömmigkeit. Und die Idee, dass jetzt hieraus eine größere Säkularität entsteht, die ist falsch. Das ist später und aus ganz anderen sozialen Bewegungen heraus, aber im 14. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert haben wir im Gegenteil eine viel, viel stärkere Hinwendung zur Spiritualität. Die allgemeine Bevölkerung will viel mehr davon haben, die will nicht mehr Gottesdienste haben, bei denen der Priester beim Rücken zur Gemeinde steht und da nur teilhaben, da nur zuschauen, die wollen teilhaben an diesem Gottesdienst. Und es entstehen Rosenkranzbruderschaften, es entstehen sogenannte Armenbibeln, also Gebetsbücher für die einfachen Leute, der Rosenkranz selbst oder der Vorgänger der Paternoster verbreiten sich und es mündet dann letztlich in die Reformation, die auch eine Bewegung zu mehr Spiritualität ist. Die Leute wollen mehr teilhaben daran und diese Säkularität, dass die Kirche im Prinzip die Gesellschaft weltlicher wird, das ist viel später, das haben wir dann irgendwann in der Aufklärung. Also da sind wir noch ganz, ganz weit davon entfernt, dass wir jetzt eine stärkere Weltlichkeit der Gesellschaft haben. Das ist eine Aussage, die überhaupt nicht passt. Die große Hungersnot betraf mehr als 30 Millionen Menschen in Irland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, einem Großteil Deutschlands und Teilen Polens, Österreichs und Skandinaviens. Es ist möglich, dass mehr als 5 Millionen Menschen starben. Das Ende der großen Hungersnot wird für die Überlebenden eine große Erleichterung gewesen sein. Doch der Friede der reichlichen Ernährung währte nicht lange, denn eine neue, schreckliche Krankheit breitete sich in ganz Europa aus. Und wieder ein KI-Bild und hier natürlich die Pestmaske, die völlig unhistorisch ist. Es gibt zwei Abbildungen von Pestmasken und die stammen beide aus dem 17. Jahrhundert. Habe ich mal einen Short zugemacht, eine schnelle Quelle. Also die hat im Mittelalter nichts verloren, aber hier wird natürlich, das ist genau das, was ich meine. Hier werden Stimmungen erzeugt mit dem KI-Bild. Sie sollte als der schwarze Tod bekannt werden. Also im Grunde genommen haben wir hier eine relativ inhaltsleere Doku. Also das, was sie über die Hungersnot zeigen oder erzählen, das ist aus Wikipedia. Ich glaube, da war jetzt nichts, was auf der Wikipedia-Seite nicht auch steht. Und das haben sie auf 8 Minuten mit mehreren Wiederholungen ausgewälzt. So weit, so schlecht. Es sind ein paar hanebüchene Behauptungen drin, also das, was wir gewohnt sind. Problematisch wird es jetzt durch die KI-Bilder.
Das gibt dem Ganzen eine komplett neue Dimension, denn ihre Aussagen sind ja alle unterfüttert. Es gibt zu jeder Aussage ein nettes Bild und die meisten der Bilder sehen nicht nur gut aus, richtig hochwertig, ein paar sehen sogar aus wie historische Quellen. Und mindestens zwei Bilder sind auch historische Quellen. Mein eigener Irrtum, da merkt man aber schon das Grundproblem. Also das mit den Kirchenvätern da, das ist wohl ein Original. Aber ich habe es nicht mehr unterscheiden können. Ich habe aus dieser ganzen Masse an teilweise extrem realistischen Bildern nicht mehr entscheiden können, welche Bilder original sind. Und ich würde mich, was mittelalterliche oder spätmittelalterliche Bildquellen angeht, wirklich als Experten sehen. Das ist mein Hauptgebiet. Damit beschäftige ich mich tagtäglich seit vielen Jahren. Und ich bin mir schon nicht mehr sicher, ob es eine KI-generierte Darstellung ist oder ein echtes Bild. Und wie sollen das dann andere Leute können? Selbst irgendwie berühmte Kunsthistoriker können nicht genug Übersicht über die Gesamtheit der Bilder haben, um sich vollkommen sicher zu sein. Und das ist ein Problem, das sich ja nur noch verstärken wird. Wir werden ja immer mehr KI-Bilder haben und sie werden auch immer besser werden. Diese Fehler, die wir die ganze Zeit sehen, dass der Bauer mit seinem Pferd verschmilzt und die Hände und solche Dinge oder dass in einem Bild ist ein Finger mit dem Korb verschmolzen, das wird nicht mehr ewig so sein. Wir werden irgendwann erheblich bessere Bilder haben und dann kann sich jeder, der ein geschichtliches Narrativ erzählen möchte, einfach die Bilder selber dazu machen. Das können wir jetzt schon. Das nennt sich Illustratoren zum Beispiel. Ist auch so ein bisschen ein Problem bei manchen. Es gibt Kanäle, die viel mit eigenen Bildern arbeiten. Wie gesagt, mache ich sehr ungern, weil es sind immer Interpretationen, die auch oft nicht gekennzeichnet sind. Und jetzt wird das Ganze eine Sache von Sekunden. Ich kann mir innerhalb von Sekunden meine Aussage durch sehr glaubwürdige Bilder untermauern lassen. Und das wird ein großes Problem. Ein Problem vor allen Dingen, weil die Medienkompetenz, um genau diese Problematiken zu durchschauen, fehlt. Und dass die fehlt, da beißt sich jetzt der Hund selbst in den Schwanz. Das ist den Geschichtsdokus, über die wir hier oft reden, geschuldet. Denn wir haben kein gutes Geschichtsbild. Wir sehen in Medien, wir sehen in Dokumentationen, in Zeitschriften ganz, ganz furchtbar schlechte Mittelalterbilder. Selbst in Schulbüchern, in Kinderbüchern sehen wir ein Mittelalterbild, das an den Haaren herbeigezogen ist. Sprich, die allermeisten Leute haben keine Ahnung, wie es Mittelalter aussieht. Jetzt kommen solche künstlich erstellten Bilder und die Leute haben überhaupt keine Fähigkeit, das einzuordnen. Nicht die allergeringste. Also, wir kommen aus der Sache nicht mehr raus. Wir haben das Mittelalterbild so gegen die Wand gefahren, dass die allerwenigsten Leute in der Lage sind, so etwas kritisch zu beurteilen. Ihnen fehlt die Medienkompetenz dafür. Und ich habe immer gesagt, dass schlechte Dokus ein Problem sind. Kann man jetzt darüber streiten, wie relevant das Problem ist, aber hier zeigt sich eben, wie deutlich das Ganze problematisch sein kann. Denn wenn man von Geschichte generell kein Bild hat, und Mittelalter ist jetzt nur ein ganz kleiner Bereich, andere Sachen sind da viel, viel schlimmer. Wenn da kein Bild existiert, kann man so etwas auch nicht beurteilen. Im Gegenteil werden jetzt Leute mit Medienkompetenz viel, viel wichtiger, weil sie das einordnen müssen. Und jetzt wären zum Beispiel die großen Medien gefragt, da die Einordnung zu bringen. Aber wir wissen, was passiert, wenn große Medien sich mit Mittelalter beschäftigen. Nichts Gutes. Überhaupt nicht. Im Fall Mittelalter geht's noch so. Das Mittelalter hat eh keinen Ruf, der Ruf ist ruiniert. Aber denk mal an andere politisch wichtigere Dinge. Also irgendwie als neutrales Beispiel USA, Südstaaten, Nordstaaten, wo oft noch irgendwie der Lost Cause der Südstaaten benannt wird. Ja, jetzt machen wir einfach mal ein paar schöne kupferstichartige Quellen, die zeigen, wie die Nordstaaten gewütet haben. In den richtigen Kanälen kann das ganz schöne Probleme bereiten. Und fürs Mittelalter wird halt das Problem, das wir eh noch haben, verstärkt. Jeder, der möchte, kann sich jetzt so eine Doku zusammenstellen, der schöne, gruselige Aussagen über das Mittelalter bringt. Haben wir gerade gesehen. Ob es jetzt schon der Fall ist, weiß ich nicht. Aber der Text, ChatGPT, ist ja zum großen Teil von Wikipedia abgeschrieben. Also könnt ihr mir vorstellen, dass der daher stammt. Dann mache ich mir noch die Bilder dazu und dann habe ich eine ziemlich trashige, aber gut zu verkaufende Doku, die, wie gesagt, allein auf Deutsch 60.000 Klicks generiert hat in den letzten zwei Wochen. Nicht schlecht. Hätte ich auch gern. Fertig ist die Laube. Und als Zuschauer muss man
mehr denn je historisches Wissen haben, um zu verstehen, ob das, was einem da gerade gezeigt wird, in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist oder ob es vollkommen sinnloser Quatsch ist. Wer das nicht beurteilen kann, für den sind diese Bildquellen, zumindest auf emotionaler Ebene, ein unfassbarer Multiplikator der Glaubwürdigkeit. Ist tatsächlich so. Die Leute merken sich viel mehr, was sie sehen, als das, was sie hören. Und mit solchen, die Bilder waren ja zum Teil hoch emotional. Weinende Gesichter, verzweifelte Gesichter, alles richtig gemacht. Aus didaktischer Sicht alles richtig. So kriegt man Informationen in die Köpfe der Leute. Bravo. Dummerweise falsche oder zumindest irrelevante oder nicht korrekte Informationen. Also in der Dokumentation über die Hungersnot hätte man eine Menge andere Dinge ansprechen können. Hat man aber nicht. Man hat eine Menge Aussagen gemacht, die ich für zumindest sehr fragwürdig halte. Und alles hat man mit Bildern untermalt, die zumindest glaubwürdig gewirkt haben. Für ein Fantasy-Rollenspiel wäre das toll. Wir können mit einer KI ein komplettes Rollenspiel illustrieren. Da macht das keinen großen Schaden. Für das Mittelalterbild ist es relativ verheerend. Zumal natürlich auch alles, was wir auf den Bildern an Details gesehen haben, war alles völlig zufällig. Da ist nichts, wo man sagen kann, ja, das ist das Jahr 1400 oder das Jahr 1314 etwa. Sieht man an der Mode. Die Mode war komplett außen vor. Also wir haben da wieder so einen bunten Mischmasch von Mittelalter präsentiert bekommen. Aber das ist eben nicht das Problem. Problem sind ist die Glaubwürdigkeit dieser Bilder, die mit einem Klick gemacht sind und mit denen wir beliebige Aussagen untermauert bekommen. Wie seht ihr das? Seht ihr das genauso kritisch wie ich? Ist das ein großes Problem? Und ich sage das nicht nur, weil ich meine Fälle davon schwimmen sehe, weil die machen können, was ich mache, nur viel einfacher. Ich habe immer noch meine Bildquellen, ich kann immer noch mit Originalen arbeiten. Ich habe da ein Alleinstellungsmerkmal, das die nicht haben, also von daher bin ich da völlig ruhig mit. Aber ich mache mir tatsächlich so um die gesamte Geschichtsvermittlung ein bisschen Sorgen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Würde mich echt interessieren. Und war jetzt eine relativ kurze Reaktion, aber mir war dieses Thema KI und die möglichen Auswirkungen tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich hoffe, bis dahin ist bei euch alles gut und ihr werdet von schlechten Dokus verschont und macht's gut und bleibt gesund.